Ihre Familie gibt ihr Halt. Über 3 Monate ist es nun her, dass Daniela Büchner, 41, einen furchtbaren Verlust erleiden musste. Ihr Mann Jens Büchner, Kreuz 49, verstarb an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung. Der Tod ihrer großen Liebe ist für die Auswanderin immer noch schwer zu begreifen, doch wie geht es dem Goodbye-Deutschland-Star mittlerweile? Mit einem Family Pick gibt die Power-Mutti ein Update zu ihrer aktuellen Gefühlslage. Nach langer Zeit möchten wir uns hier wieder zeigen, lauten die ersten Worte zu Danielas neuestem Social-Media-Beitrag auf Instagram. Uns geht es, okay, mehr oder weniger. Wir vermissen Jens schrecklich, in jeder Situation, in jedem Moment, er ist immer bei uns. Diese Zeilen gehen ans Herz, genauso wie das Bild, das die 41-Jährige dazu veröffentlicht. Auf dem fröhlichen Schnappschuss ist Dani von ihren Kindern umringt. Joelena Shirin und Jaida Selin aus ihrer ersten Ehe sitzen neben ihr, während ihre Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani aus ihrer Beziehung mit Jens auf ihrem Schoß Platz genommen haben. Daniela hat noch einen Sohn, Volkan, der hatte aber laut seiner Mama null Bock auf ein Foto Teenager. Die Löwenmama vergaß auch Jens, 3 andere Kids nicht. Natürlich gehören alle 8 Kinder zum Team Büchner, stellte die Neubrünette klar. Auf dem Bild nicht drauf sind Jenny und Jessica, die beiden ältesten Töchter des Malle-Stars. Sie stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Susanna. Mit Reality-Sternchen Jennifer Matthias hatte der 49-Jährige einen Sohn, den inzwischen 8-jährigen Leon, der ebenfalls nicht auf dem Blick zu sehen ist.